Ja, moin und hallo, willkommen zurück bei Nio. So, bevor wir hier die Mission mit den Pflaumenblüten ein zweites Mal angehen, um das alternative Ende zu sehen, habe ich erstmal gesehen, wir haben hier eine neue Mission bekommen. Wahrscheinlich wegen einem der beiden Enden. Hier können wir noch nicht weitermachen. Aber das wollte ich erzählen mit der neuen Mission, genau. Und ich habe beschlossen, ich mache die jetzt nicht gleich schon wieder, sondern mache erstmal eine andere Mission oder vielleicht sogar zwei dazwischen. Und dann kommen wir hier wieder zurück, damit ich auch nicht ganz so gelangweilt bin, die zweite Mission jetzt oder die gleiche Mission zweimal direkt hintereinander zu spielen. Machen wir erstmal hier der Drachenclan. Ein Wurfmesser mit einem Brief daran, sagst du? Gib mal her, mal sehen. Die Hayabusa wünschen den Dämon zu treffen, der seine eigene Art vernichtet. Die Hayabusa? Ich bin mir sicher, dass ich diesen Namen schon einmal gehört habe. Moment, kann das wirklich sein? Schnell, mach dich kampfbereit. Jo, das sind nur die mit den Motorrädern, oder? Super Witz, nicht wahr? Naja. Gucken wir mal. Ja, das sieht mir wieder nach einem Arena-Kampf aus. Dann hauen wir da erstmal so ziemlich alles raus, was wir haben, und gucken mal, was passiert. Wow. Alter. Holy shit, wo bist denn du? Und warum gehst du nur so ab? Alter Schwede. Ey, wie abartig schnell ist denn der Typ? Das ist ja Wahnsinn. Richtig? Das war gut, da haben wir einen schönen Luft nicht getroffen. Du Kacke, ey. Oh, das war nicht gut von mir. Alter. Boah. Ey. Leck mich am Arsch. Ist der Typ schnell? Nein. Vielleicht nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wow. Holy shit. Und wie der unser Ki wegballert mit dem Mist. Das ist der Knaller. Nicht im positiven Sinne. So. Machen wir mal das hier. Okay, das war gut. Hey, das sollte man nicht. Dich darf ich aber auch nicht unterschätzen, so. Oh Mist, das ging daneben. Ja, zum Glück retten. Scheiße, jetzt ist er weg. Alter. Ich kann auch keine Yukai-Form oder sowas nutzen. Wie mal, ob ich ihn damit erwische. Ja, passt. Shit. Oh, das war aber ein knappes Ding jetzt. Wir heilen uns hoch. Heilen uns hoch, unser Elmstagsmanier. Was macht er denn jetzt? Läuft er ganz obercool durch die Gegend. Jetzt haben wir auch noch was. Oh, Respekt. Kunst des Kampfes Feuerdrache. Das ist 100 Pro für die Klauenfäuste. Alter Text Drachenschwert. Isuna-Wurf. Alles, was ich nicht brauche, das kriege ich einfach zugeschmissen von Fertigkeiten. Und für meinen Speer muss ich wieder 5000 Mal gegen den gleichen kämpfen. Das ist ja der Knaller. Nee, aber Junge, Respekt. Das kann man nicht anders sagen. Holy shit. In der letzten Folge noch ein bisschen über die Bosse gelästert hier und wie einfach ich die genatzt habe. Aber der war... Ja, gleichfalls. Gleichfalls, Junge, hier. Da wird es nochmal verbeugt. Krasser Typ, wirklich. Wie er halt auch aus dem fucking Nichts gesprungen kam und uns gleich mit Attacken zugeballert hat. Holy shit. Also ich kann schon verstehen, dass manche sagen, die Faustwaffen wären hier die stärksten im zweiten Teil. Weil das war wirklich übel, wie die Attacken auf uns eingeprasselt sind. Meine Güte. Was war das für ein großartiger Kampf? Das war also tatsächlich ein Hayabusa-Ninja. Ich muss gestehen, ich war schon überrascht, dass ihre Schule schon seit den frühen Tagen der Heian-Zeit existiert. William hat einst gegen sie gekämpft und Hanzo hat versucht, ihre wahre Identität aufzudecken, fand aber nicht mehr heraus, als dass sie einem Ninja-Clan angehören. Bei dieser außergewöhnlichen Stärke würde es mich allerdings nicht wundern, wenn in den Adern ihrer Vorfahren nicht nur menschliches Blut geflossen sein sollte. Ja, allerdings. Das war wirklich... Passt hier auch mal mit den Texten, die hier gesagt und geschrieben stehen. Das war wirklich ein krasser Kampf. Knappes Ding. Hätte ja beinahe unseren
Unsere Erfolgssträhne abreißen lassen. So, der nächste Aufstieg. Muss ich immer noch in Ausdauer investieren. Schon krass, obwohl ich nur 3 schwere Rüstungsteile anlegen will. Ich kann ja mal gucken, ob es passt. Wenn es passt, müsste ich aber trotzdem noch die Werte anpassen vor mir. Weil momentan habe ich erstmal nur geguckt, ob es überhaupt passt. Immer noch nicht. Wir sind immer noch drüber. Ich glaube, ein Level noch und dann müsste es reichen. Und dann, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe ja mal in einer Folge drüber gesprochen. So, wir haben momentan ja einen Schaden von 1613 mit dem Speer. Und wenn ich jetzt die hier anlege, dann kommt der Angriffsbonus für Konstitution dazu. Und jetzt hätten wir 1724. Also glatt mal 100 Schaden mehr. Und das ist ja schon echt gut. Aber da muss ich eben, damit wir den Elektrifiziertsbonus wiederbekommen, müssen wir den hier austauschen. Und dann würde es wieder gehen. Dann haben wir aber halt wieder ein Schwert als Zweitwaffe. Optisch sieht es natürlich irgendwie cooler aus, weil man den zweiten Speer ja nicht sieht und das Schwert sehr wohl. Und das auch immer schön passt hier mit Katana an der Hüfte, Schwert auf dem Rücken. Optisch ist es auf jeden Fall ein Fortschritt. Von der Effizienz her aber fürchte ich halt eher einen Rückschritt. Weil auch wenn ich den zweiten Speer weniger nutze, er kam uns ja schon gegen den Bossgegner, gegen den Donnergott, sehr zu Hilfe. Von daher mal gucken. Ich weiß mal nicht, ich hatte ja auch mal gesehen, es gab ja schließlich auch noch, meine ich, eine andere Rüstung, die uns ebenfalls so einen Bonus gegeben hat. Quasi den gleichen mit dem elektrifizierten Bonusschaden. Vielleicht muss ich einfach mal gucken, welche das war. Das irgendwie herausfinden. Vielleicht wäre die ja besser für uns geeignet. Schauen wir mal. So, erstmal zur nächsten Nebenmission, die dem hier. Oho, wirklich beeindruckend. Du hast schnell herausgefunden, dass ich ein wandernder Geist bin. Oh, wie lange ist es her, seit wir uns das erste Mal beim Rashomon begegneten. Doch nun sind wir auf der anderen Seite wieder vereint und die Wahrheit ist, mein Gefährten und ich bedauern es, dass wir nie die Gelegenheit hatten, gegen dich im Kampf anzutreten. Betrachte das als offizielle Einladung. Was sagst du? Glaubst du, du bist den 4 Wächtern gewachsen? Ui. 4 Wächter? Oder bekommen wir den Bishamon Speer? Cool. Okay. Das könnte eklig werden. 4 Leute gleichzeitig. Die Heianzeit, die ihren Namen in der Hoffnung auf Harmonie und Stabilität erhalten hatte, sollte ins völlige Gegenteil verkehren, denn sie war von den Yokai und zahlreichen anderen Schrecken geprägt. 4 große Krieger, Watanabe no Tsuna, Sakata no Kintoki, Uzui no Sadamitsu und Urabe no Suitake hatten sich zu dieser Zeit als Yokai schlecht einen Namen gemacht, als sie unter dem Befehl der Minamato-Nachkommen Yorimitsu dienten. Die Geschichte ihres Sieges über den großen Yokai Shuten Doji, der den Berg Oe heimgesucht hatte, verlieh Yorimitsus 4 Wächtern ihren legendären Ruf. Okay, kämpfen wir jetzt parallel, also gleichzeitig gegen alle 4 oder nacheinander? Also gegen 4 gleichzeitig. Dann bezweifle ich es ja, dass ich in meine Siegessträhne aufrechterhalten kann. Okay, hier kommt vorher noch ein richtiges Level. Was soll das? Okay. Nee, das ist schon mal keiner von der. Der wäre sonst ein bisschen zu schnell geschlagen. Ich hatte jetzt tatsächlich eher so eine Art Arena-Kampf erwartet. Interessant. Mit sowas habe ich jetzt hier wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wir können hier auch direkt runterspringen. Ach, wir sind hier. In diesem Tempel wieder. Okay, den kenne ich ja auch nur zu Genüge. Den Shuden Doji habe ich ja auch schon gefühlt 200 Mal besiegt. So, gehen wir gleich auch einen verbraten. Vielleicht weiß, was hier los ist. So, Feuer hat er schon mal. Krass, wie schnell das ging. Mit einer Attacke und schon Feuerschaden drauf. Ein bisschen Kistenblumen. Sehr schön, göttliches Fragment ist auch immer sehr willkommen. Und du, wo bist du? Nee, lass das mal. Überlass den Elementarschaden auf den Waffen mal schön mir. Das ist nichts für Anfänger.
Hier dürfen wir nicht lang. Magie versperrt den Weg. So, okay. Ich sag, wir hauen mal nicht ganz alles raus. Okay. Bist du jetzt der erste von denen, oder? Ist auch nur so ein Zwischengegner. Nur so ein Zwischengegner. Jetzt würdest du ganz schön wenig aushalten. Oh, schade. Warum hat sie denn jetzt hier nicht den nahenlosen Hagel genommen? Das ist doch die 4. Hinter uns steht auch noch einer. Schütze. Zack. Erwischt. Au. Penner. Unhöflich. Da haben wir den ersten. Okay, so viel dazu. Oh nein, der hat auch schon wieder Flammenfäuste dabei. Blockt hier alles weg. Ich habe das Gefühl, die Faustgegner blocken besser als alle anderen. Ich bin auch schon bei den NPC-Beschwörern aufgefallen, die wir beschwört haben. Alter! Ich habe mich da schön in die Ecke manövrieren lassen, gar nicht gut. So, das war schnell. Ein Hüter. Hör doch mal auf, hier alles wegzublocken. Oh. So, jetzt hier mal ein bisschen Lethal-Action. Wisst ihr was? Jetzt mal hin. Oh. Scheiße. Jetzt habe ich gerade ein bisschen verpeilt. Ich dachte nämlich, in der mittleren Haltung hätte ich da noch den Beinfeger gehabt, aber den habe ich nicht mehr. Das juckt ihn jetzt gar nicht. Meine Güte. Ständige Geblocke hier. So, das war gut. Ja, der Stich hat nicht funktioniert. Oh, jetzt heilt er sich auch noch. Ich glaub's ja wohl nicht. Alles umsonst, was wir gerade zugesetzt haben. Oh, Fee. Machen wir mal das hier. Das bringt halt key-technisch kaum was, leider. So. Key-Schaden mit dem Speer ist halt einfach ein schlechter Witz. Das funktioniert so schlecht. Ja, das war dafür umso besser. Alter Schwede, das hat jetzt mal richtig gesessen. Nein. Machen wir ihn hier. Bam. Oh. Die Attacke sieht so übel aus. Die Schaden gleich 0. So, den haben wir schon mal. Das war Nummer 1. Ach nee, ich dachte, jetzt kommt der gleiche hinterher. Scheiße. Ey, der nächste hinterher. Der nächste gleich hinterher. Das wollte ich eigentlich sagen. Okay, dann kommen sie doch nicht alle gleichzeitig. Sie kommen nicht mal direkt schnell hintereinander. Hier kommt der nächste. Ach nee, aber erstmal schickt ihr diesen Handler hervor. Jo, Flammenfäuste, ne? Sogar groß vor bei so einer Scheiße. Hier. Oh, kein Key mehr gehabt. Oh, 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 nee, nee, nee. Oh. Dass sie alle hier hochrennen sind, ist doch alles. So, der Axtmann kommt bestimmt als letztes. Oh. Oh, oh. Okay, hier müssen wir vorsehen. Er hat natürlich jetzt auch einiges an Reichweite vorzuweisen, vor allem mit seinem Bogen natürlich. So, seine Waffe. Glewe. Auch jetzt nämlich so viel mit Leuten gegen Glewe hier kennen. Schon aufgepasst jetzt hier. Okay. Yes. Richtig gut. Shit. Da haben sie aus der Luft geflippt. Das ist gar keine Klebe. Das ist ein Speer, den er benutzt. Interessant. Oh. Das war vorsichtig. Ich finde, man Elixier zu sich hat. Er auch. War nicht schlecht. Reichweite von der Attacke hier ist halt ziemlich geil. Oh. Junge, wir waren schneller. Wir waren schneller. Oh. Machen wir mal. Was hier? Sehr schön. Und tschüss. Den haben wir auch. Sehr gut. Interessanter Speer.
Sieht aus wie Poseidons Dreizack. Das ist wahrscheinlich der, den wir auch am Ende bekommen. Wir haben ja schon gesehen, dass da ein Speer uns gegeben wird. So, kommt jetzt hier nochmal ein Schrein dazwischen? Oder müssen wir uns hier einmal komplett mit den ganzen Blöden durchkämpfen? Schnell! Okay, den hat es nicht mehr gereicht. Aber geht trotzdem. Ja, hier habe ich echt was anderes erwartet vom Level her. Es war auch wieder ein bisschen schade, dass wir wieder hier drin kämpfen müssen, aber so, was sie sich zumindest für die Story der Mission ausgedacht haben, ergibt es Sinn. Hier haben sie eben den Typen eingesperrt. Aber Leute, bildet euch nichts drauf ein, dass ihr den besiegt habt. Ihr wart zu viert und ich habe den alleine besiegt und das mehr als einmal. Und ich glaube, das war auch einer der... Ne, da wollte ich noch gar nicht rein. Einer der Gegner im Hauptspiel, der Bossgegner, die ich dort auch im First Try gelegt habe. Im Hauptspiel, muss ich zugeben, waren das noch nicht mal allzu viele. Aber naja. So, okay, gucken wir mal. Ich habe wieder zu früh die Sachen genommen. Der kommt jetzt auch gar nicht. Oh, 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 oh. Penner. Ja, mal sowas ähnliches kann ich auch. Zack, zack, zack. Ja. So geht das, Junge. So geht das. Das wird ja eklig hier dran. Oh, den haben aber das Key richtig zerdeppt gerade. Schönes Ding. Ach, schade. Nicht den Habe. Damit hätten wir gleich gehabt. Zack, zack. Unerledigt. Brauchen wir einen dritten Stoß gar nicht mehr. Junge, dich haben wir ja komplett fertig gemacht, nicht wahr? Komplett keine Chance. Schön die Fresse voll nehmen, damit uns der Letzte jetzt hier schon tausendmal am Stück besiegt. Mal gucken wir mal. Der wartet wahrscheinlich im Tempel. Wo auch der gute Drunk Master uns immer erwartet hat. Ja, mir werden hier zwar noch ein paar Gegner angezeigt, aber ja, wisst ihr was, ich gehe da jetzt direkt zum Levelausgang. Ich grase ja sonst immer gern alles ab, aber wie ich ja bereits erwähnt habe, ich habe das Level hier so verdammt oft spielen müssen, dass es mir echt zum Hals raushängt. Andere Gegner und Positionierung hin oder her, das reicht mir wirklich. Ich kann das Ding hier echt nicht mehr sehen. Noch schlimmer ist nur das Level mit dem riesen Schlossgegner, sage ich mal. Wir hauen hier alles raus. Wobei er natürlich jetzt auch nicht gleich kommt. Müssen wir die also umso schneller hier töten. So, das war schon mal gut. Ja, schön unterbrochen. Zack, erledigt. Da kommt er jetzt? Oder kommt er nicht? Ne, der ist es noch nicht. Bam. Und hier mal beide mit einem Stich erledigt. Komm jetzt runter hier. Komm. Na also. Zack. Zack. Bam. Zack. Hat nicht gereicht. Aber die Reichweite ist echt geil bei der Attacke. Bam. Weil die auch schon nicht ohne ist, muss man ganz ehrlich sagen. So. Komm mal ihn hier. Oh, immer das Geile hier. Das darf doch nur ich. So. Ich bin ja schon fast. Oh. Ja, er steht neben dir. Ja, das war ja nix. Ah, der benutzt meine Kleber. Guck an. So, wir machen ihn fertig hiermit. Tschüss. Erledigt. Waren das jetzt alle vier? Ich glaube ja. Wenn ich nicht verzählt habe, müsste das jetzt gewesen sein. Ach nee, er kommt noch dazu. Okay.
Jetzt kommt der. Dann hat der einen Doppel-Extern als der. Alter Schwede, genau, das war richtig gut eben gerade. Ach du Scheiße. Der hatte ja gar keine Chance. Wellentöterbeile. Okay, cool. Alter Falter, Leute. Das war sogar der schwächste von allen bisher. Aber hier geht's irgendwie auch noch weiter. Kommt jetzt etwa noch einer? Na komm, ich stürze mich einfach mal rein. Anscheinend, ja. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Das war nicht so gut, dass ich mich einfach reingestürzt habe, wirklich. Hätte ich vielleicht noch mal den Rest hier brauchen können. Alter. Stimmt, die kann einfach andere Yokai beschwören. Machen wir mal das hier. Ah, schade. Das hat aber gesessen. Vorsichtig jetzt. So, damit treffen wir sie. Nein, sie ist wieder ausgewichen. Ach stimmt, die Attacke konnte sie ja. Oh ja, ich erinnere mich. Ach du Scheiße. Schön vorsichtig jetzt. Die hat es echt in sich, die Alte. Falsche Attacke. Nein. Oh nein, das wird wehtun. Das ging. Das ist so schlimm wie ihre Blackout-Attacke, sage ich mal. Oh Mann. Volle Deckung. Das bin ich gerade, volle Deckung. Alter Schwede. Schön vorsichtig hier. Alter, Alter, Alter. Heil. Die will sich hier echt rechnen fürs letzte Mal. Alter Schwede. Hallo. Guck dich doch mal. Ach scheiße, wir können wieder keine... Deshalb sind die ganzen Buffs weg. Die konnten wir nicht wirken. Oh oh. Nein. Nein, 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 nein. Laufen, heilen. Das war knapp. Oh, jetzt dran. Das war's jetzt mit dir. Oh, was für ein geiler Finisher für sie. Oh, ich habe vorhin noch gesagt, dass ich die Attacke so selten mache. Das war ja geil. Alter Schwede, war aber verflucht knapp. Verflucht knapp. Das war echt spannend. Meine Güte. Ja, danke. Danke, danke. Richtig knapper Kampf. Richtig heftig. Aber auch wieder ganz gut was an Amrita dazu bekommen. Könnt ihr jetzt vielleicht für unseren Rüstungswechsel reichen? Ich benutze den Feuerspeer halt doch sehr selten, das muss ich auch zugeben. Meistens reicht ja schon die aufgeladene Feuerattacke. Gucken wir mal. Ich möchte dir im Namen all meiner Gefährten dafür danken, dass du ihren letzten Wunsch erfüllt hast. Eine solche Demonstration der Stärke ist genau das, was sie gebraucht haben. Aber nichts scheint Kintox Eifer mäßigen zu können. Selbst als er ging, bestand er darauf, als göttlicher Geist zurückzukehren, um zu helfen, den Frieden der Welt zu verteidigen. Du hast mich wieder einmal überrascht. Wer weiß, vielleicht wirst du mich ja irgendwann einmal von meiner eigenen schwelenden Reue befreien. Okay. Gut, dann packen wir hier doch gleich nochmal einen weiteren Punkt in die Ausdauer. Da muss ich ganz schön viel reinpacken. Dafür, dass ich nicht mal komplett auf schwer gehen möchte. Naja, gut. Bitte. Achso, das sind nur die ganzen Pausenillustrationen. Okay, Leute, dann machen wir hier mal einen Break für diese Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.